zu hören ist heute unser Politiklabor zu Fragen der Zeit. Zukunft jetzt. Wie wollen wir leben? Es ist auch deine Welt. Der Podcast des Trailer Ruhr Magazins aus Bochum. Eine Vorlesung. 12 Artikel und Interviews. Vollständig nachzulesen auf trailer-ruhr.de. Jeden Monat ein gesellschaftskritisches Thema. Das heutige Thema lautet Friedensvertrag. Der kriegerische Mensch. Hören Sie dazu das Editorial von unserem Chefredakteur Dino Kosiak hier in Form einer Vorlesung als Podcast. Co-Autoren sind Leo Thomann und Joachim Berndt. Gesprochen von Charlotte Reinhold. Im Kampf zwischen Gut und Böse erschöpfen sich Märchen und Fantasiegeschichten. Die Annahme, die einen seien unkorrumpierbar, die anderen moralisch verloren, prägt aber auch Ideologien in der wirklichen Welt, wo sich die Kämpfe nicht in Knusperhäuschen oder zwischen Elfen und Orks abspielen. Mitunter scheint grausamste Reaktion gegen vermeintlich wehrlose Gegner gerechtfertigt. Ein Teufelskreis. Den Verantwortlichen dürfte aber in der Regel klar sein, dass in der Politik nicht Gut und Böse aufeinandertreffen, sondern Interessen, die verhandelt werden müssen. Entsprechend haben Staaten Foren geschaffen, um friedlichen Interessensausgleich zu standardisieren. Doch auch sie vertreten zwangsläufig eigene Interessen, bündeln politische, wirtschaftliche und militärische Macht. Zudem agieren ihre Mitglieder keineswegs durchweg auf Augenhöhe, noch ringen sie sich verlässlich zum gemeinsamen Handeln durch. Wie es ob all dieser Konflikte um den Frieden steht, fragen wir im Monatsthema Friedensvertrag. Unsere Leitartikel waren angesichts des Taiwan-Konflikts vor undiplomatischen Tendenzen in der westlichen Außenpolitik, plädieren für größte Wachsamkeit gegenüber einer politischen Rhetorik, die es darauf anlegt, Feindbilder zu schaffen, und beklagen, dass die meisten Menschen nichts von den wirtschafts- und finanzpolitischen Zusammenhängen verstehen, die mit zwischenstaatlichen Konflikten einhergehen. In unseren Interviews rät der Jurist Matthias Hartwig zu größerer kultureller Sensibilität in der westlichen Diplomatie. Der Politologe Herfried Münkler stellt fest, dass Staaten sich von der Idee verabschieden, es brauche die Gemeinschaft, um die Menschheitsprobleme zu lösen. Die als eine neue Epoche von globaler Unsicherheit und Instabilität beginnt. Welche Umrisse wird diese Epoche haben? Also zunächst einmal ist festzuhalten, wir Europäer, vermutlich aber auch die USA, haben den Höhepunkt unseres Wohlstands vorerst überschritten. Also diese Vorstellung einer Welt, in der Frieden mit immer weniger Waffen geschaffen werden soll, geschaffen werden kann, die ist obsolet geworden. Und der Politologe Stefan Klingebiel erläutert, wie zielgerichtet Wirtschaftssanktionen sein können. Und ein Punkt ist natürlich auch, dass wenn man Nordkorea wieder nimmt, Nordkorea beobachtet natürlich sehr genau auch, wie im Moment die Situation mit Russland ist. Das heißt, Nachahmungseffekte können dadurch gegebenenfalls eben auch begrenzt werden. Es folgt die Vorstellung der drei lokalen Initiativen, die sich zum Thema Friedensvertrag, der kriegerische Mensch, engagieren. In Köln erfahren wir beim Friedensbildungswerk, wie es sich seit 40 Jahren für Gewaltfreiheit und Gerechtigkeit einsetzt, bei der Romero-Initiative in Münster, wie sie den Kampf für Menschenrechte in Mittelamerika unterstützt, und bei der Flüchtlingshilfe Nordstadt in Wuppertal, wie sie bei der Ankunft und Einbürgerung hilft. Angesichts von Protesten der Klimaaktivisten Letzte Generation hat CSU-Politiker Alexander Dobrindt vor einer Klima-RAF gewarnt. Er suggeriert, friedliche Straßenblockaden oder das Werfen mit Kartoffelbrei seien Vorboten von Sprengstoffattentaten, Entführungen oder Morden. Eine absurde Polemik. Angemessen ist dagegen die Sorge, dass die Erderwärmung zu krassesten sozialen Verwerfungen führen wird. Dazu ist es allerdings durch eine Politik gekommen, die die Drastik der Erderwärmung seit Dekaden ignoriert, CDU und CSU eingeschlossen. Auch mit Blick auf die Klimafrage sind es also Politiker, die den Frieden in und zwischen den Staaten aufs Spiel setzen und nicht Demonstranten, die versuchen, Politiker an ihre demokratische Pflicht zu erinnern. Soweit das Editorial der Chefredaktion. Die Interviews führten Verena Düren, Christopher Dröge und Nina Hensch. Liebe HörerInnen, wer wünscht sich nicht mehr gute Nachrichten? Eben, der Trailer Ruhr Podcast enthält deshalb in jeder Folge auch gute Nachrichten, unsere Gemeinwohlnachrichten.
Wir vertreten dabei eine steile These. Unsere Welt ist die beste aller bisherigen. Die öffentliche Wahrnehmung ist leider oft eine andere. Wir wollen diese Negativatmosphäre mit guten Nachrichten fürs Gemeinwohl durchbrechen und sammeln deshalb gute Nachrichten als eine Art Gegengift, das helfen kann gegen soziale Ermüdung und das die Zuversicht wieder in den Mittelpunkt unseres Daseins rücken kann. Dabei gibt es doch so viele gute Nachrichten. Zum Beispiel: Die Gleichstellung am Arbeitsmarkt fördert das Bruttoinlandsprodukt. In Deutschland könnte es bald Straßenlichter per Knopfdruck geben. Es gibt Ansätze für Therapien gegen Krebsmetastasen. In Tokio bekommen LGBTQIA+-Paare mehr Unterstützung bei öffentlichen Dienstleistungen. In Slowenien soll die Pressefreiheit gestärkt und die Redaktionen unabhängiger werden. In Äthiopien und der südafrikanischen Region Tigray wurde Frieden geschlossen. Was ist dein Beitrag? Schreibt uns eure guten Nachrichten, wir freuen uns darauf. Weitere Informationen zu unseren hier ausgewählten guten Nachrichten findet ihr unter Gute Nachrichten bei www.trailer-ruhr.de. Wir vom Trailer-Ruhr-Magazin haben noch ein besonderes Anliegen: Europa gestalten. Das kann eigentlich jede Person. Wir alle, die wir in einem der vielen Länder Europas leben, machen es täglich, wenn wir uns frei und verantwortlich in einer Demokratie bewegen. Aber ein Blick über den Tellerrand, ein Blick auf andere Länder in Europa kann dabei nicht schaden. Wir vom Trailer Ruhr Verlag üben das seit vielen Jahren und fragen uns jeden Monat zu unserem gesellschaftskritischen Thema, welches Land kann das besser machen? Um beim Thema zu bleiben: Friedensvertrag, der kriegerische Mensch, die Erwartungen an das Recht sind groß. Es soll schützen, ordnen und lösen. Auch auf internationaler Ebene. Angesichts von Unrecht, Verbrechen oder Völkermorden ist das nicht leicht. Die Welt ist nicht schwarz und weiß, es treffen widersprüchliche Interessen aufeinander. Internationale Abkommen und Organisationen werden nicht grundlos als zahnlose Tiger bezeichnet. Was ist es wert, wenn Staaten sich für vergangene Verbrechen entschuldigen? Jeden Monat stellen wir diese Frage neu, suchen und finden ein Land, das es besser macht. Unter Europa gestalten auf der Internetseite von trailer-ruhr.de. Schreibt uns, welches Land in Europa sich mehr für den Frieden in der Welt engagiert als unser Land. Wir verraten aber schon einmal unsere Wahl: die Niederlande. Das waren unsere Gedanken zu Fragen der Zeit. Zukunft jetzt. Wie wollen wir leben? Es ist auch deine Welt. Das war das aktuelle Monatsthema im Podcast des Trailer Ruhr Magazins: Friedensvertrag, der kriegerische Mensch. Mehr Informationen gibt es in unserer Printausgabe. Alle Artikel zu Fragen der Zeit findet ihr digital auf trailer-ruhr.de. Wir stehen für einen unabhängigen, verantwortlichen Journalismus, stellen uns regelmäßig den Fragen der Zeit und vertreten eine konstruktive Streitkultur der aufgeklärten Moderne. Gerne unseren Podcast abonnieren, um keine Ausgabe zu verpassen. Und wenn ihr unseren unabhängigen Journalismus unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun unter www.trailer-ruhr.de/zahl-ich. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Bleibt gesund und zuversichtlich.